Ja, hallo liebe Zuschauer des RL-Infokanals. Wir sind heute zu Gast hier in Rudelstadt auf dem Rudelstädter Weihnachtsmarkt, der gerade aufgebaut wird. Haben zu Gast heute den Bürgermeister Jörg Reichel. Die Hiobsbotschaft in Saalfeld ist der Weihnachtsmarkt abgesagt. Hier soll er weiter stattfinden. Wir fragen, warum er hier weiter stattfinden kann und haben zu Gast auch Mario Hein, den Veranstalter. Ja, die Stadt Rudelstadt ist nicht Veranstalter des Weihnachtsmarktes, sondern die Firma Hein Event. Wir haben wie in den Jahren außer 2020 zuvor das große Glück, einen Veranstalter für den Weihnachtsmarkt Schillers Weihnacht hier zu haben, der privatwirtschaftlich den Weihnachtsmarkt organisiert. Und die Verantwortung für die Durchführung des Weihnachtsmarktes liegt bei Hein Event. Wir freuen uns, dass Hein Event im Moment unter den gegebenen Bedingungen noch daran festhält, den Weihnachtsmarkt durchzuführen. Wir wissen, dass die Auflagen seitens der Landesregierung und was noch kommen wird, wissen wir nicht, sehr hoch sind, dass nicht alle Menschen den Weihnachtsmarkt besuchen können. Aber wir möchten trotzdem für die Mehrheit, und die Mehrheit ist geimpft, den Weihnachtsmarkt Schillers Weihnacht in Rudelstadt gemeinsam mit Hein Event anbieten. Und ich denke, dass die meisten Verständnis für die Regelung haben. Wir hoffen, dass trotz der Auflagen 2G und Maske auf dem Weihnachtsmarkt zu tragen, die Menschen kommen werden und eigenverantwortlich natürlich auch unter allen gebotenen Vorsichtsmaßnahmen die Vorweihnachtszeit hier bei uns in Rudelstadt auf dem Marktplatz erleben können. Ja, schönen guten Morgen. Auch wir, Hein Event, haben Schillers Weihnacht in einer anderen mit einer anderen Voraussetzung geplant. Wie es letztendlich jetzt gekommen ist, werden wir uns natürlich auch nach den Vorschriften, der Hygienevorschriften zurzeit richten und haben natürlich auch eigenständig eine Prävention getroffen, um unsere Besucher eine besinnliche, angenehme Weihnachtszeit, vor allen Dingen eine Weihnachtszeit zu bescheren, dass sie auch gesund bleiben. Und wir sind natürlich voll im Aufbau, voll im Gange. Wir haben 20 Aussteller hier in Rudelstadt zu Schillers Weihnacht eingeladen, die natürlich auch sich sehr große Mühe geben, um alles ordnungsgemäß ablaufen zu lassen. Wir können ja hier selber im Vorfeld sehen, dass der Aufbau fast abgeschlossen ist, vom großen Ganzen her. Und wir werden natürlich alles, was uns vorgeschrieben wird, an den Eingängen und so weiter bekannt geben und werden auch alles, was machbar ist, umzusetzen. Ja, in Rudelstadt war auch noch vorgesehen die Residenzweihnacht auf Schloss Heidecksburg am Wochenende des 3. und 4. Advents durchzuführen. Der Veranstalter auf der Heidecksburg hat uns vorgestern mitgeteilt, dass er diesen Weihnachtsmarkt, diese Residenzweihnacht absagen muss. Ursache ist nicht, dass die Auflagen so hoch sind, sondern dass viele Händler unsicher sind und ihre Teilnahme abgesagt haben. Es muss ja am Ende auch wirtschaftlich sein, so ein Markt, und soll ja auch den Menschen gefallen, die es besuchen, soll ein Erlebnis sein. Und wenn dort zu wenig Angebote sind, dann kann ich diesen Schritt nachvollziehen. Wir haben insgesamt das Problem, dass ja viele Händler im Moment keine Mitarbeiter finden, die auf den Weihnachtsmärkten tätig sind. Das hängt nicht nur mit der Pandemie zusammen. Das ist all das, was sich in den letzten Monaten und Jahren entwickelt hat, dass der Arbeitskräftemangel insgesamt da ist. Nochmals meine herzliche Bitte, besonders in der Vorweihnachtszeit, seien Sie miteinander solidarisch, versuchen Sie Verständnis untereinander zu haben. Und wir möchten am Ende, dass alle Menschen gesund durch die Pandemie kommen. Ja, liebe Zuschauer, heute Vormittag waren wir schön in Rudelstadt, hatten ein Gespräch mit dem Bürgermeister und den Verantwortlichen, dem Mario Heim, der für den Weihnachtsmarkt verantwortlich ist. Und jetzt nutzen wir natürlich die Gelegenheit, auch unserem Bürgermeister Steffen Kania zu fragen, warum so kurzfristig der Weihnachtsmarkt abgesagt worden ist in Saalfeld. Ja, zunächst einmal guten Abend. Was ist passiert? Die Thüringer Landesregierung hatte am Dienstag Kabinettssitzung. Und in dieser Kabinettssitzung wurde im Grunde beschlossen, dass Veranstaltungen unter freiem Himmel, darunter fallen nach der Lesart des Gesundheitsamtes, mit denen wir Rücksprache gehalten haben, und des Landratsamtes, die Weihnachtsmärkte in unserer Region. Die Festlegung war, dass diese nur noch unter 2G-Bedingungen stattfinden können. Da das doch einen erheblichen Einschnitt bzw. eine Änderung
der ursprünglichen Pläne dargestellt hat, wurde gestern der Stadtrat damit befasst und sollte entscheiden, ob unter diesen Bedingungen der Weihnachtsmarkt in Saalfeld stattfinden soll. Und es hat dort also eine Mehrheit gegeben, die unter diesen Bedingungen den Weihnachtsmarkt nicht durchführen wollte. Und aus diesem Grunde habe ich heute schweren Herzens den Saalfelder Weihnachtsmarkt 2021 abgesagt. Nun stehen wir hier neben der Eislaufbahn. Der Herr Faber betreibt die Eislaufbahn. Es werden dort auch zwei Glühweinhütten stehen. Er wird auch unter 2G-Bedingungen wahrscheinlich das öffnen. Warum gelingt das einem privaten Investor und warum gelingt das der Stadt nicht, sowas durchzuziehen? Denn Rudelstadt betreibt es auch unter den gleichen Bedingungen wie überall. Diese Frage ist relativ einfach zu beantworten. Das wäre der Stadt Saalfeld auch gelungen. Wir hatten uns die entsprechenden Angebote schon eingeholt. Und ich habe auch gestern im Stadtrat sehr dafür geworben, dass wir den Weihnachtsmarkt durchführen. Letztendlich ist der Stadtrat der Souverän. Das heißt, er hat letztendlich die Hoheit darüber, ob diese Veranstaltung stattfindet oder nicht. Und die Mehrheit des Stadtrates hat anders entschieden. Der Investor, derjenige, der die Eisbahn betreibt, ist eine Einzelperson und er kann für sich selber entscheiden, ob er das durchführt. Und er ist offensichtlich anderer Meinung als die Mehrheit des Stadtrates und deshalb findet die Eislaufbahn doch statt, was ich persönlich sehr begrüße. Nun war natürlich nicht nur das Thema Weihnachtsmarkt, es stand ja auch die Bebauung des Bahnhofsareals zur Debatte, wo sich die Stadt auch sehr eingebracht hat und hat versucht, dort eine Lösung gemeinsam mit dem Investor Herrn Saller zu finden. Warum ist denn dann so ausgegangen? Was denken Sie? Ja, man kann das ja ein Stück weit schon als die unendliche Geschichte von Saalfeld bezeichnen. Seit nunmehr fast 15 Jahren geht die Diskussion über das Areal am Bahnhof. Wir haben ja schon mehrfach in Interviews über die Situation am Bahnhof gesprochen, über die Flächenverfügbarkeit. Das heißt also, der Investor verfügt ja auch über Flächen in diesem Bereich. Und es war also so, dass vor etwa 2 Jahren der neue Beauftragte der Firma Saller nochmal auf die Stadt zugekommen ist und hat angeboten, eine Minimallösung, also eine Kompromissvariante zu erarbeiten, mit der eine Entwicklung des Areals möglich ist, die aber keinerlei innenstadtschädliche Sortimente aufweist. Dieser Vorschlag ist von dem Investor unterbreitet worden und in einem sehr langen Prozess vom Stadtrat unter Beteiligung und Einbeziehung der Händlerschaft diskutiert worden. Und auch hier ist es so gewesen, dass eine Mehrheit des Stadtrates sich dafür entschieden hat, dieser Kompromissvariante nicht zu folgen, sondern letztendlich das Areal so zu belassen, wie es ist. Also das ist auch ganz klar, dass jetzt also keine Alternativmöglichkeit auf dem Tisch liegt, sondern die Entscheidung war im Grunde, geht die Stadt, der Stadtrat diese Kompromissvariante ein oder bleibt das Areal so liegen, wie es ist? Und wir haben mit dieser Entscheidung, die gestern gefallen ist, eine Zementierung des Zustandes auf jeden Fall für die nächsten Jahre erreicht oder erreichen müssen. Das heißt also, auf gut Deutsch gesagt, in den nächsten Jahren wird in meinen Augen dort unten keine Entwicklung und keine Verbesserung der Situation stattfinden. Vielen Dank für das Gespräch. Wir wollen aber auch mal was Positives mitberichten. Und zwar wird ja der Kirchplatz umgebaut und die Entscheidung steht schon fest, wie es wird. Wir haben die Weihnachtssendung dazu angeregt, dass Sie uns da nochmal genau erklären in der Weihnachtssendung, wie schön der Kirchplatz umgebaut wird, was man alles beachten muss. Wir freuen uns drauf. Schönen Dank für das Gespräch.